Hallo und herzlich willkommen zu Yoga Levika Espresso. Wir werden heute ein bisschen die Seiten strecken und bearbeiten. Kommt in die Haltung des Kindes. Nimmt ein bisschen die Knie auseinander, die großen Zehballen zueinander. Hier könnte man unter die Knie noch eine Decke legen, wenn du brauchst. Wenn die Knie empfindlich sind, dann gerne das tun. Ansonsten lege die Stirn auf die gestapelten Hände ab und erstmal hier für einen Moment in die Stille tauchen. Gerne einmal seufzen. Lass dich hier nochmal Richtung Boden mit dem ganzen Gewicht hineinsinken, um die Praxis zu starten. Erde dich und beginne langsam den Atem zu beobachten. Atme tief bis in deinen Bauch hinein. Lass den Bauch sich zwischen die Oberschenkel weiten und runden. Mit dem Ausatmen lass wieder los. Lass den Bauch wieder leer werden. Sinke immer mehr Richtung Boden. Nochmal so tief einatmen. Tief wieder ausatmen. Dann strecke deine Arme nach vorne aus. Krabbel mit den Fingern etwas weiter nach vorne. Das Becken zieht zurück zu den Fersen. Zieh dich einmal hier lang auseinander. Tiefer Atem nochmal. Dann wander mit den Händen rüber auf die rechte Seite. Stelle die Hände entweder schulterschmal auf oder lege die linke Hand auf die rechte Hand drauf. Und dann zieh durch die linke Hand ein bisschen weiter nach vorne. Lege den Kopf gerne in die Oberarme ab. Zieh die linke Hüfte ein bisschen zurück dabei. Atme in die linke Flanke. Ein, wieder hier, löse die Hände, wandere über die Mitte rüber zur anderen Seite, stelle die Hände gleich so auf wie auf der anderen Seite, vielleicht schulterschmal oder die rechte Hand auf die linke Hand und dann ziehe die Hüfte ein bisschen zurück, besonders die rechte Hüfte, lege den Kopf in die Oberarme ab und beginne wieder hier zu atmen in die rechte Seite, strecke dich lang auseinander. Einatmen, hier wandern mit den Händen zurück zur Mitte. Das Becken nochmal auf die Fersen, schieben, langes Kind. Nächstes Einatmen, langsam nach vorne vor aufrollen, Wirbel für Wirbel, runde maximal den Rücken, bis die Schultern über die Handgelenke kommen. Dann kipp das Becken andersrum, lass ein kleines Hohlkreuz entstehen und schiebe dein Becken zurück auf die Fersen, erneut in ein langes Kind. Nochmal so, nach vorne vor, runde den Rücken, langsam aufrollen, lass den Kopf als letztes mit ankommen. Und dann kipp das Becken andersrum, kleines Hohlkreuz und schiebe dein Becken zurück auf die Fersen, langes Kind. Ein letztes Mal, nochmal so einatmen, nach vorne vor langsam aufrollen, runde den Rücken, kipp das Becken, hebe dein Herz und ausatmen, schiebe dein Becken zurück auf die Fersen in ein langes Kind. Verlage nach vorne vor in den Vierfüßler, stelle die Hände unter die Schultern, Knie unter der Hüfte und dann strecke dein rechtes Bein nochmal aus am Boden, den Zehballen am Boden ablegen, Ferse hinter den Zehballen ziehen lassen. Atme tief in dein Bein, so dass du die Länge der Rückseite des Beins nochmal wahrnimmst. Und dann hebe dein rechtes Bein parallel zum Fußboden an, flexe den Fuß. Mit dem Ausatmen zieh dein Knie ran zur Nase, runde den Rücken. Strecke das Bein wieder aus, atme ein, Länge. Atme aus, nochmal, Knie nach vorne vor zur Nase ranziehen, rund werden. Letztes Mal einatmen, strecken. Und ausatmen, Knie vor und ran. Einatmen, nochmal strecken, Achtung bleiben, nehme die linke Hand mit dazu, komm in eine Balance, strecke dich einmal auseinander hier, zieh die Nabel ein bisschen ran, mit dem Ausatmen Hand und Fuß tipp zum Boden, nur ganz sanft.
Heben wieder einatmen, Arm und Bein ein bisschen höher. Und ausatmen, Hand und Fuß zurück zum Boden, zieh den Nabel dabei ein bisschen hoch. Letztes Mal einatmen, strecken. Und ausatmen, Hand und Fuß zum Boden senken. Nur noch nach oben einatmen, strecken. Hand zum Boden absetzen, lass das rechte Bein rüber zur Seite fließen, stelle den Fuß flach und quer ab. Jetzt geht der rechte Arm über vorne, einen Riesenkreis nach oben einatmen und den Arm über hinten nach unten wieder kreisend ausatmen. Nochmal so, einatmen, nach vorne und hoch, öffne dich, dreh dich auf und ausatmen, den Arm über hinten nach unten. Letztes Mal einatmen, nach oben wieder hoch. Achtung, diesmal bleiben. Strecke dich lang, rechte Hand zieht nach oben durch die Fingerkuppen. Und dann tauche ein, rechter Arm durch den linken Arm durch, Blick geht mit zur linken Seite. Nach oben hoch, wieder einatmen, öffnen. Und ausatmen, nochmal eintauchen, Twist zur Seite, zieh durch die rechte Hand aktiv zur linken Seite. Nochmal so, einatmen, nach oben hoch, letztes Mal. Und ausatmen, nochmal eintauchen. Nach oben hoch einatmen, nochmal öffnen, spanne dich hier nochmal auf und dann lass den Kopf einmal los, linkes Ohr zur linken Schulter einmal sinken lassen. Tief durchatmen. Dann lass die Hand wieder zurück zum Boden ankommen, wander mit den Händen zu deinem Bein, richte dich auf, nehme die Arme über die Seite nach oben hoch. Ich drehe mich einmal und dann mit dem Ausatmen rechte Hand sinkt zum Bein, linker Arm zieht über den Kopf in die Länge. Und auch hier schön gestreckter Arm, Hand nach oben, schön nochmal Länge in der linken Seite spüren. Tiefer Atem, hier wieder. Gut, zurück zur Mitte aufrichten, einatmen, beide Arme nach oben heben, mit dem Ausatmen linke Hand sinkt langsam unter die Schulter zum Boden und jetzt geht der rechte Arm langsam über den Kopf in die Länge, zieh durch die Finger nochmal nach oben und hoch. Achtung, verlagere das Gewicht ein Stückchen auf die linke Hand und versuche dein linkes Bein nochmal, dein rechtes Bein nochmal zu heben, parallel zum Fußboden. Kleine Balance hier nochmal üben, bleibe ganz kompakt. Und dann setze den Fuß wieder zum Boden ab und dann über vorne langsam die Hände zum Boden absetzen, Hände unter die Schultern stellen, Kinn den Fuß nochmal umklappen und dann schiebe dein Becken zurück auf die Fersen und krabbel mit den Händen nach vorne, so dass du ganz lang wirst. Hier einmal aufspannen, nochmal Länge, Dehnung im Bein, Dehnung im Rücken. Und dann nach vorne vor wieder verlagern, Hände unter die Schultern setzen, hebe dein rechtes Bein wieder hoch, atme ein, bringe dein Bein zurück, Knie zum Knie wieder abstellen, Füße hinten umklappen, das Becken zurück auf die Fersen schieben, langes Kind, Hände bleiben vorne, Klavierhände, strecke dich nochmal auseinander, atme tief durch. Verlager vor, zurück in den Vierfüßler, andere Seite. Stelle die Hände unter die Schultern, Knie unter der Hüfte und dann das linke Bein nach hinten nochmal ausstrecken, auf den Zehbein aufstellen. Tief durchatmen, einmal hier, so ein bisschen mit der Ferse zurückziehen, so dass das Bein hier nochmal eine gute Dehnung spürt. Und dann hebe dein Bein langsam nach oben hoch, parallel zum Fußboden. Atme aus, Knie nach vorne vor zur Nase, runde den Rücken. Strecke dich lang, atme ein, atme aus, nochmal, Knie nach vorne vor, zur Nase, runder Rücken. Strecken, einatmen, bleiben, rechten Arm mit nach vorne nehmen für die Balance. Zieh dich nochmal auseinander, Bein und Arm ein bisschen höher ein, Hand und Fuß tipp zum Boden aus. Nochmal so einatmen, heben Arm und Bein, Länge und ausatmen, Nabel ran, Finger und Hand zum Boden tipp. Letztes Mal einatmen, hoch und ausatmen. Nach oben wieder hoch einatmen, Hand zum Boden absetzen, das linke Bein fließt rüber zur Seite und stelle den Fuß flach und quer ab.
Linker Arm geht über vorne großen Kreis nach oben ein und aus. Öffne dich über hinten, Arm wieder senken. Nochmal so einatmen, strecke den Arm über den Kopf, dreh dich auf, lehne dich zurück und ausatme den Arm über hinten nach unten. Über vorne nach oben, um zu bleiben, einatmen, Arme sind in eine Linie, spanne dich hier nochmal auf und dann atme aus, tauche ein, links durch rechts, Blick geht mit zur rechten Seite, Twist. Nach oben, hoch, wieder einatmen, öffnen, ausatmen, eintauchen. Nach oben, hoch, wieder einatmen und ausatmen. Nach oben, hoch, hier bleiben, einatmen und dann lass den Kopf einmal hängen. Rechtes Ohr zur rechten Schulter. Die linke Hand zieht weiterhin nach oben zur Decke. Atme ein, hier, mit dem Ausatmen Hand zurück zum Boden absetzen. Wandere mit den Händen zurück zu deinem Bein, richte dich langsam auf. Arme über die Seite nach oben, Bein bleibt gestreckt. Und dann neige rüber auf die linke Seite, linke Hand sinkt zum Bein, rechter Arm zieht über den Kopf ein bisschen in die Länge. Zieh die Schulter ein bisschen zurück, strecke den Arm. Tiefer Atem wieder hier. Nochmal so. Dann langsam nach oben hoch, wieder aufrichten, beide Arme heben, einatmen. Rechte Hand sinkt zum Boden unter der Schulter. Und dann strecke den linken Arm über den Kopf. Arm ist die Verlängerung des linken Beins. Und wenn du magst, verlage ein bisschen das Gewicht auf die rechte Hand und hebe nochmal das Bein nach oben. Fuß ist geflext. Hier nochmal eine Linie, halten einen Moment ein. Fuß zurück zum Boden, absetzen, ausatmen, langsam über vorne, verlagern, Hände unter die Schultern setzen, Fuß hinten umklappen und das Becken zurück auf die Fersen schieben in ein langes Kind. Hände bleiben vorne, das Becken zieht zurück, hier nochmal schöne Länge spüren. Sehr gut, nochmal so. Dann langsam nach vorne vorverlagern, Hände unter die Schultern setzen, führe dein linkes Bein wieder zurück, stelle den Fuß diesmal am Boden ab, bringe den rechten Fuß mit dazu in die schiefe Ebene, atme ein, erster herabschauender Hund, atme aus, schiebe dich zurück und beginne hier ein bisschen auf der Stelle zu laufen, Knie abwechselnd zu beugen und Fersen abwechselnd Richtung Boden zu bringen. Kopf lösen, gerne ein bisschen schaukeln oder kreisen. Ja, ja, nein, nein. Kiefer nochmal lösen. Bewege deinen Kiefer, Unterkiefer. Die Zunge im Mund auch ein bisschen lockern. Gerne seufzen. Dann komm hoch auf die Zehenballen. Atme ein. Achtung. Dreh deine Fersen rüber auf die rechte Seite, so dass die Füße nebeneinander und voreinander stehen. Und dann schiebe dein Becken zurück. Du möchtest dich als ob setzen. Und dann die Hände bleiben am Boden, so dass die linke Seite nochmal ganz lang ist. Nach oben wieder hochkommen, einatmen, auf die Zehenballen zurückdrehen, die Fersen auf die andere Seite, Beine beugen, du möchtest dich hinten nochmal setzen, schiebe dich nochmal zurück, lange rechte Seite. Hoch wieder einatmen, auf die Zehenballen, diesmal nach vorne vorverlagern, in die schiefe Ebene, Knie zum Boden absetzen, Ellenbogen ran zum Körper ziehen und dann wie ein Brett langsam zum Boden ablegen. Kleine Kobra, Füße erden, rolle die Schultern zurück, atme ein, atme aus, mit Länge nach vorne, Fuß stehen zum Boden ablegen. Nochmal so einatmen, kleine Kobra, hebe dein Herz, atme aus, mit Länge nach vorne, stehen zum Boden. Achtung, einatmen, kleine Kobra, rolle die Schultern zurück, diesmal löse die Hände vom Boden weg. Strecke die Arme nach vorne aus, zieh durch die Fingerkuppen vor, einatmen, Ellenbogen ranziehen zum Körper, ausatmen, Nacken bleibt lang, einatmen, nach vorne wieder vor, strecken, ausatmen, Ellenbogen ranziehen, Schulterblätter zueinander, letztes Mal, einatmen, nach vorne vor und ausatmen, ranziehen, hier für einen Moment bleiben
Und die Hände unter die Schultern, Stirn zum Boden ablegen. Und dann ein bisschen das Becken ausschaukeln, zwischenatmen. Gerne wieder seufzen in die Matte. Und dann Füße hinten umklappen, das Becken zurück auf die Fersen schieben. Langes Kind, nochmal hier ganz lang werden. Und dann mit dem Ausatmen herabschauen. Der Hund, komme wieder vor und zurück. Hier für einen Moment wieder die Augen schließen, spanne dich auf, spreize deine Finger, erde die Fingerkuppen und lass die Fersen Richtung Boden sinken. Tief ein und dann lege die Knie zum Boden ab, über eine Seite komme ins Sitzen und dann, ich drehe mich einmal nochmal zu dir nach vorne. Bringe dein rechtes Bein ein Stückchen zur Seite, lege den linken Fuß etwas innen rein, an der Oberschenkel lang und dann das Knie ein bisschen zur Seite. Lege die linke Hand hinten auf dem Boden ab, unter der Schulter und wir gehen in eine Wild Thing Variante, eine vereinfachte Variante. Mit dem nächsten Atemzug strecke deinen rechten Fuß vorne ab und dann gehst du langsam nach oben hoch, schiebe dein Becken nach oben und dann hebe dich ein bisschen vom Boden weg. Hebe auch dein Herz, lehne dich zurück, gefühlt nochmal, hier nochmal ganz, ganz lang werden, nochmal für den Atem zu bleiben, tief ein und ausatmen, wieder absetzen, das Becken zurück zum Boden und wieder ablegen. Und dann auf die andere Seite, genau das Gleiche, rechtes Bein nach außen öffnen, linken Fuß nach innen, ich zeige nochmal von der Seite, rechte Hand hinter dir am Boden ablegen. Und dann gehst langsam nach oben, drück dich nach oben, hebe dein Becken vom Boden weg, nehme den linken Arm über vorne nach oben und auch hier nochmal Herz öffnen, sich ein bisschen zurücklehnen. Tief nochmal einatmen und ausatmen, alles wieder auflösen, zurück zum Boden ankommen. Sehr gut, Füße vorne aufgestellt, greife deine Knie, habe hinten Platz zum Ablegen und dann ganz langsam rolle ab über den runden Rücken in die Rückenlage. Zieh die Knie nochmal ran, kreise deine Beine ein bisschen, massiere den Rücken ganz, ganz sanft. Und dann kreise die Beine nochmal zur anderen Seite. Und dann strecke dein rechtes Bein nach vorne aus, greife dein linkes Knie, atme ein. Stelle den linken Fuß erstmal auf den rechten Oberschenkel drauf. Für die liegende Drehung langsam lass das Knie nach die rechte Seite sinken. Öffne den linken Arm rüber nach links und hier auf die Schulterhöhe. Drehe den Kopf gerne mit auf die linke Seite. Und hier für ein paar Atemzüge bleiben. Hier für ein paar Atemzüge in die linke Seite. Und wenn du das hier strecken will, das könntest du dann auch etwas nach oben schieben, so dass du auch Richtung Kopf ein bisschen zieht. Dann hast du ein bisschen mehr Zug auf die linke Seite. Schau, wie das geht. Die Schultern und das Knie wollen bestimmt nicht gleichzeitig am Boden ankommen. Das ist okay, finde eine gute Balance dazwischen, so dass du dich wohlfühlst und gut atmen kannst. Nochmal so tief ein. Und tief wieder aus. Letztes Mal. Auflösen, zurück zur Mitte rollen. Knie nacheinander zur Brust ranziehen, Stirn zu den Knien, runde nochmal den Rücken, lege den Kopf ab, greife dein rechtes Knie, strecke dein linkes Bein nach vorne aus und dann setze den rechten Fuß auf den Oberschenkel, so antippen und lass das Bein auf die linke Seite sinken, öffne den rechten Arm auf rechte Seite und auch hier den Kopf gerne mitdrehen entgegen dem Knie. Und lass dich entweder hier nochmal schmelzen für 2, 3 Atemzüge oder vielleicht den rechten Arm nochmal ein bisschen nach oben heben wollen, so dass man hier nochmal ein bisschen mehr Länge spüren kann. Tiefer Atem. Hm.
einen letzten Atemzug. Dann langsam zurückrollen. Zieh die Knie nochmal ran zur Brust, Stirn zu den Knien, runde nochmal den Rücken, halte dich fest. Lege den Kopf wieder ab, lass die Beine langsam ausgleiten für eine kleine, kurze Shavasana. Nimm dir Zeit, vielleicht 1-2 Minuten wirklich dich abzulegen, die Arme und die Beine ein bisschen zu den Seiten zu öffnen, sich nochmal zurechtlegen, so dass es hier sich gut und gemütlich anfühlt. Vielleicht nochmal warm machen, wenn du brauchst, und dann nochmal ein kleines Seufzer hier und lass wirklich 1 oder 2 Minuten hier in der Stille nochmal dich hineintauchen, um den Körper im Moment regenerieren zu lassen, entspannen zu lassen, bevor es nach draußen geht. Shavasana.